Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Swobo und wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu unserem neuen Video. Ja, unser neues Video. Ich bin heute mal nicht allein in einem meiner Videos. Nein, meine liebe Tochter Maja ist dabei und das hat einen bestimmten Grund, nämlich welchen, Maja? Dass ich ein Elektrofahrrad bekomme. Maja bekommt ein Elektrofahrrad. Ihr seht ja den Karton hier vor uns und die Maja freut sich auch schon und das auch nicht zu Unrecht. Die Firma Escute hat mir dieses Escute Voyager Elektro-Mountainbike zum Testen zur Verfügung gestellt und ich darf es hinterher behalten. Und ich habe ja schon zwei Elektrofahrräder, das muss ja auch reichen. Meine liebe Freundin Andrea hat ja auch schon eins. Und darum kriegt das jetzt die Maja. Aber damit sie sich das auch verdient hat, darf sie es natürlich auch zusammenbauen selber und selbst dann auch ausprobieren. Ne? Wir wollen mal schauen, was die Firma Escute uns geschickt hat. 999,99 € kostet das gute Stück bei Amazon aktuell. Das ist eine Menge Geld, aber im Elektrorad-Segment eigentlich ein Witz. Ne? Mein Akku für das Bosch-Fahrrad kostet 800 und für meinen Stromer will ich gar nicht sagen, ich glaube 1650 war da der Originalpreis von Stromer nur für den Akku. Und hier haben wir ein ganzes E-Bike Mountain, wie auch immer, für 999,99 €. Und ich will dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen, Maja. Wir gucken mal, was da drin ist. Wir haben den Karton hier oben schon geöffnet, aber wir wissen nicht, was uns jetzt erwartet. Und wir werden uns das Ganze natürlich im Detail angucken. Wo sind da die Abstriche sozusagen? Ist es einfach nur günstig? Ist es gut? Oder ist es von der Verarbeitung her eher so, naja, und da sind die Abstriche zu machen, darum sind die anderen so teuer. Ich höre mal auf zu sabbeln. Wir gucken rein, ne? Okay. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein bisschen Spaß, Maja und auch mir zuzusehen beim Zusammenbau des Rades. Wie gesagt, ich habe ein bisschen geholfen jetzt bei den Sachen, die ein bisschen tricky sind und auch nicht ganz ungefährlich, wenn die Bremse da nicht richtig montiert ist und nicht richtig fest, die Räder. Da ziehe ich das lieber nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nach. Und ich habe ein Teil einkassiert, was die Maja nicht bekommt. Das ist für einen nicht deutschen Markt, für einen asiatischen Markt. Das ist dieser Gashebel, den man hier eigentlich auch montieren könnte. Da muss man nämlich gar nicht mehr treten. Da haben wir nämlich wirklich ein E-Bike, ein Elektromotorrad. Das hättest du wohl gerne, ne? Schon zur Schule fahren hier. Nee, den kassiert Papa ein. Den gibt es natürlich nicht, außer wenn ich das mal probieren möchte, aber es ist ja jetzt deins, ich darf ja eh nicht. Ja, wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Wir gucken uns jetzt die Komponenten, die hier verbaut sind, mal im Detail an. Freunde, seitdem wir das Rad jetzt ausgepackt und zusammengebaut haben, sind jetzt 3 Wochen vergangen und Maja ist wirklich fleißig unterwegs gewesen mit dem Rad. 230 Kilometer sind auf dem Tacho jetzt schon zusammengekommen und das ist, glaube ich, eine richtige Testphase gewesen. Nicht nur auspacken, ein bisschen gucken und dann über den goldenen Klee loben oder zum Teufel verfluchen. Nein, Maja hat das wirklich getestet und offensichtlich macht es ihr Spaß. Oder wie sieht das aus? Sonst wärst du damit nicht so viel gefahren, oder? Doch, auf jeden Fall. Es war das erste Mal, dass ich jetzt Elektrofahrrad gefahren bin. Und es ist auf jeden Fall schon ein Unterschied zum normalen Rad. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben ja gesagt, wir gucken uns das Rad im Detail an. Und als wir es ausgepackt hatten, ich zeige euch mal eben ein paar Aufnahmen, was einem direkt auffällt. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Elektrofahrrad. Wenn ihr guckt, gerade in der Preisklasse sind die Akkus doch oft einfach außen am Rahmen angebracht und man sieht sofort, aha, da hängt ein Akku dran, das ist ein Elektrofahrrad. Und hier sieht man nichts. Was auch sofort auffällt, dass kein Motor auffällt, dass man praktisch jetzt nicht hier im Tretlager, wie sonst bei den Shimano Mittelmotoren zum Beispiel, den Motor bei Mountainbikes vorne hat, also Mittelmotor, nicht vorne, sondern hier halt einen Hinterradantrieb hat in der Narbe und der ist total unauffällig. Das ist schon mal interessant, hast du auch gesagt auf den Fahrten zur Schule jetzt, dass die Jungs, die du überholt hast, teilweise sich gewundert haben, ne? Wie schnell das Mädel doch da unterwegs ist.
Das ist also direkt aufgefallen. Damit wir jetzt nichts vergessen von den technischen Besonderheiten oder Sachen, die wir hier beschreiben wollen, habe ich mir die Gebrauchsanweisung zur Rate gezogen, um die Punkte nach und nach abzuarbeiten. Da fangen wir vorne an. Rahmen Aluminium. Wenn man jetzt hier guckt, die Schweißnähte sind sauber verarbeitet, kann man nichts zu sagen. Das macht einen guten Eindruck. Gewicht, ja, das ist schon ganz ordentlich. Angegeben ist es mit 25 Kilo Nettogewicht. Belastbar bis 120 Kilo, sprich 95 Kilo dürfte maximal ein Fahrer wiegen, beziehungsweise mit Tasche und allem, was er dabei hat, 95 Kilo dürften zugeladen werden. Und hier steht geeignete Größe 120 bis 200 Zentimeter. Maja, wie groß bist du? 1,70 und ich glaube, das ist am Limit. Der Sattel ist ganz raus und eigentlich hätten wir noch gerne 1-2 Zentimeter weiter rausgemacht, aber das ist am Limit, also 200 Zentimeter, dann hat man die Knie, glaube ich, aber manchmal auch unterm Kinn hängen. Das ist nicht so. Das ist eher was für nicht so großgewachsene Menschen. Das Rad kommt aus Asien und ich glaube, für den Markt ist es prinzipiell auch konzipiert. Da sind die wenigsten Menschen auch 2 Meter groß, glaube ich. Ne? Gucken wir mal weiter, dass wir nichts vergessen. Der Motor, ja, Motor, wie gesagt, Nabenantrieb im Hinterrad, 250 Watt bürstenloser Motor von der Firma Barfang. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie viel Drehmoment der hat. Da gibt es ja verschiedene vom Barfang. Und 250 Watt, aber der unterstützt ganz gut, ne? Oder kannst du dich beklagen jetzt irgendwie? Nee, auch gerade bei Bergen und sowas, da kommt man schon ganz gut hoch. Ja gut, Bergen, je nachdem, wer das hier sieht, wir wohnen im Münsterland, wir haben Hügel und wir haben Autobahnbrücken, das bezeichnen wir auch schon mal gerne als Berg, aber es sind halt Steigungen und die können auch anstrengend sein, gerade morgens auf dem Weg zur Schule und ich glaube, da tut der Motor schon seinen Dienst. Wo wir gerade beim Motor sind, Steuerung vorne. Ist ja recht simpel gehalten hier, Ein- und Ausschalter plus Minustaste, um die Fahrstufen zu wählen. Das Rad hat 5 Fahrstufen, was ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe, ein bisschen Recherche, dass man die alle frei programmieren kann. Das ist also ein ziemlich frei programmierbares System. Das kenne ich von meinen teuren, ich sag mal in Anführungsstrichen hochwertigen E-Bikes jetzt so nicht, dass ich das frei programmieren kann. Ich kann sagen, welche Leistung bei welcher Fahrstufe 1 bis 5 abgegeben werden soll und ich kann sogar sagen bei der Batterieanzeige, bei welcher Spannung am Akku welcher Balken verschwinden soll. Das kann man sogar auch individuell programmieren, so wie man das haben möchte, wenn man da Lust zu hat. Das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht in 3 Wochen. Wer Spaß an sowas hat, also ein ziemlich offenes System, wo man viel selber machen kann. Was man schon sehen kann, wo wir gerade am Lenker vorne sind, wir haben ein Teil angebaut, was nicht original ist und das ist hier die Klingel. Das hat einen bestimmten Grund, Maja, erzähl mal eben warum. Doch, also das Fahrrad hatte eigentlich eine Hupe und da haben sich auch ein paar, wenn man die benutzt, haben sich auch ein paar Fußgänger und auch ein paar Fahrradfahrer wirklich erschreckt. Ja, wir können da mal eben demonstrieren, warum. Ich rück da mal drauf. Und das ist wirklich, wirklich laut. Ich mach das mal wieder aus, dass ich nicht nochmal drankomme. Das ist schon ordentlich und von daher habe ich die Klingel hier dran gebaut. Das ist für den Stadtverkehr, weil es ja wirklich testet und nicht nur, dass du hier einmal ums Haus gefahren ist, sondern wirklich damit zur Schule fährt. Wie weit ist das pro Strecke bei dir? Doch, 18 Kilometer. 18 Kilometer. Und wie gesagt, 230 Kilometer hat sie schon damit gefahren. Das Fahrrad wird wirklich auch genutzt. So, waren wir stehen geblieben. Motor. Batterie. Ja, eine 48 Volt 10 Ampere-Stunden Batterie. 480 Wattstunden steht in der Gebrauchsanweisung. Der Akku ist ja hier im Rahmen verbaut. Wunderbar. Der hat auch diese Taste. Wenn man hier drauf drückt, zeige ich euch mal. Leuchtet eine LED auf. Blau halt, wenn der Akku noch ziemlich voll geladen ist. Dann wird sie grün, wenn der Akku noch halb voll ist. Und rot, wenn er sich dem Ende nähert, wenn man den praktisch rumliegen hat, ausgebaut hat, kann man dann halt zu Hause so gucken, wie der Ladezustand ist. Wo wir Batterie sind, da gehört auch ein Ladegerät dazu. Hat eine Ausgangsspannung von 54,6 Volt, 2 Amperestunden. Da dachte ich auch, ja, ist ein bisschen spartanisch ausgeführt. Hier einfach der Stecker, um am Akku zu laden oder auch, zeige ich euch mal eben hier, direkt unten am Rad. Wir haben es jetzt ja schon mehrfach verwendet und haben festgestellt, wenn man den Akku lädt, das Rad lädt, dann leuchtet die Lampe am Ladegerät ja rot. Und wenn der Akku voll ist, schaltet sie um auf grün. Dann kann man sehen, dass der Akku geladen ist. Was auch interessant ist, das Ladegerät stellt sich dann ab. Die Ladezeit ist recht lange. So um 6 Stunden haben wir gebraucht, das erste Mal, um den Akku voll aufzuladen. Und der Akku hat angeblich auch so ein Battery-Management-System drin, so ein Balancing-System. Ist beschrieben jedenfalls so auf der Webseite von S-Scoot. Ob das so ist, gut, ich kann nicht reingucken. Es sind keine Labels auf allen Teilen aufgebracht. Also man kann nicht schauen, welche Marke jetzt wirklich dahinter steckt. Bei dem Motor haben wir herausgefunden, ist es ein Barfang-Motor, steht auch in der Gebrauchsanweisung drin.
Und dann gehen wir mal weiter direkt zur Schaltung jetzt. Schaltung ist eine 7-Gang Shimano Tournee-Schaltung. Einwandfrei, oder? Was sagst du dazu? Doch, also das Schaltsystem ist ein bisschen ungewohnt, halt mit diesem Runterschalten und Hochschalten mit diesen Hebeln. Aber man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, ne? Dass man diesen einen Knopf hier vorne hat und einen da oben. Aber nun ja, wie gesagt, du sagst es ja, man gewöhnt sich da dran, wenn man das öfter fährt. Vorne ist ja eine Federgabel verbaut. Hast du da jetzt Erfahrung mitgemacht? Bist du mal mit einem gefederten System gefahren? Ich bin einmal mit der Federgabel gefahren und ich habe jetzt wirklich keinen wirklichen Unterschied gemerkt, weil ich glaube, wir haben ja nicht so viele Berge oder generell jetzt. Ja, sowieso so ein unebenes Gelände. Ja, fährst halt Straße zur Schule, ne? Ist ja auch vernünftig. Da haben wir dementsprechend jetzt keinen Geländetest dem Rad unterzogen. Aber ich glaube, dafür würde ich es mir jetzt auch nicht anschaffen, um wirklich damit als Mountainbike zu fahren. Da kommen wir gleich noch wieder zu dem Thema beim Abschluss hier Motor, Mittelmotor oder Motor im Hinterrad, was da der Unterschied ist und warum die meisten Fahrräder halt keinen Narbenantrieb im Hinterrad haben, die sich Mountainbike nennen. Ja, kommen wir weiter. Bereifung, 27,5 Zoll, 5 cm breit ungefähr. Die Reifen ist ordentlich Profil drauf. Merkt man das? Also man hört es auf jeden Fall auf der Straße. Man hört es. Ja. Das heißt, es ist nicht so ganz leise, oder was heißt das? Doch, also ich würde es auf jeden Fall für die Stadt, das ist ein bisschen unpraktisch, weil die meisten Leute immer ein bisschen gucken und so, aber... Weil es so laut ist. Ja gut, das haben es haftet gut auf der Straße. Mountainbike so an sich. Richtige Regenfahrt hast du noch nicht getestet. Nee. Aber ja gut, muss man mal abwarten. Das sind ja im Endeffekt auch nur Reifen und das kann man ja zur Not auch ändern. Ne? Aber die sind jetzt mal original dabei von Kenda, 27,5 Zoll, ungefähr 5 cm breit. Diese sind ja schon eher Ballonreifen. Ne? Ja. Was haben wir denn im nächsten Punkt hier? Da haben wir die Reichweite, ist angegeben mit 80 bis 100 Kilometern. Kannst du da was zu sagen, wenn du zur Schule fährst? Wie weit ist das, hast du gesagt? Ich glaube dann insgesamt 36 Kilometer und das hat bisher eigentlich jedes Mal ausgereicht. Also auch wenn man auf dem vollen Modus, also voll im fünften Modus gefahren ist, hat komplett ausgereicht. War der Akku denn dann leer am Ende oder was hat der angezeigt? Ich glaube, es waren auch manchmal zwei, manchmal drei Balken dann. Also 5 Balken zeigt er insgesamt, das heißt, du hast den, dann kommt das ja ungefähr hin. Mit den 100 Kilometern allerdings im flachen Gelände. Ne? Ja. Also, wir können ja unsere Autobahnüberführung hier nicht Berg nennen. Nee, das wäre ein bisschen, naja. Gewicht hatten wir, Eingangsspannung, Ladezeit 6 bis 8 Stunden. Das hatten wir alles schon. Was bleibt uns noch zu dem Rad zu sagen? Ja. Bremsen hatten wir noch nicht. Die haben die gar nicht aufgeführt, der Gebrauchsanweisung. Bremsen habe ich rausgefunden, sind auch nicht gelabelt, ist kein Firmenaufdruck drauf. Das sind Tektro-Bremsen, Firma Tektro, die M31, 160 mm. Kannst du den Bremsen was sagen? Bremsen die gut? Also die Bremsen auf jeden Fall, aber jetzt in der Zeit haben die angefangen zu quietschen. Also ja, das gibt es ja bei Scheibenbremsen mal. Da können wir jetzt nicht ganz ausschließen, dass es daran liegt, dass wir die nicht richtig eingebremst haben. Ich habe an meinem anderen Speedpedelec auch Tektro-Bremsen, die quietschen auch, je nachdem, wenn ich den Bremsbelag gewechselt habe, auch schon mal, je nach den Belägen. Die machen sie jedenfalls hier auch. Ist nicht so ganz laut, aber sie quietschen halt hier, habe ich festgestellt. Was ich zu den Bremsen noch sagen kann, es sind halt Seilzugbremsen. Ne? Das sind keine hydraulischen Bremsen. Das finde ich so ein bisschen für Mountainbike auch. Und man fährt dann ja doch 27 km/h, schafft das, haben wir festgestellt. Und das sind ja schon Geschwindigkeiten. Und da bergab sind wir auch mal gefahren, im Berge, da waren wir knapp 50 km/h. Die bremst das Rad gut runter. Aber es sind halt Seilzugbremsen. Das kann dann auch schon ganz schön mal wehtun in den Fingern, da muss man schon ganz schön reinpacken und 1000 Euro hin, 1000 Euro her, das ist auch eine Menge Geld und dann finde ich auch, kann man schon erwarten, dass da zumindest vernünftige Bremsen verbaut sind und Seilzugbremsen, gut, sind aus meiner Sicht halt für Mountainbike nicht ausreichend für ein elektrisches. Kannst du sonst noch was sagen, hier Lenker, wo wir gerade da sind, kann man das gut fahren, längere Strecken? Was gibt es da noch so zu sagen? Also auf jeden Fall ist der Sattel und die Griffe, die werden halt nach einer längeren Zeit einfach ein bisschen unbequem. Aber die kann man ja auf jeden Fall dann auch auswechseln. Das ist jetzt ja nicht. Die Griffe sind recht dünn, ne? Ja. Das stimmt, wenn man da zupackt. Gut, das ist ja jetzt eines der geringsten Probleme, die Griffe auszuwechseln. Aber so wie es halt mitgeliefert ist und so haben wir es ja getestet, so testen wir es ja für euch auch. Wollen das ja auch so beschreiben. Ist es halt für längere Strecken so nicht geeignet. Da muss man halt, ja gut, kann man neu drauf machen. Sattel, ich finde den ja von der Optik finde ich den ja passend zum ganzen Setup. Das macht ja schon irgendwie optisch eine Menge her, aber da sagst du auch, soll was anderes drauf. Ja. Gut. Kann man ja machen. Also abschließendes Fazit kann man sagen, dass das Rad ist
tauglich. Man kann es benutzen als Elektrofahrrad. Ja. Ich meine, sonst bist du seltenst mal zur Schule gefahren mit dem Rad, die 18 Kilometer. Bist du überhaupt schon mal zur Schule gefahren? Noch nie. Und du gehst schon mehrere Jahre zu der Schule. Von daher ist das schon mal für uns oder für sie jetzt ein Gewinn an sich, dieses Rad, dass jetzt wirklich auch genutzt wird und es nicht nur getestet irgendwo in der Ecke steht und das war's dann. Also kann man schon sagen, man kann das empfehlen, wenn man weiß, wofür man sich das kauft. Für so Fahrten jetzt zur Schule. Man sieht nicht sofort, dass es ein Elektrofahrrad ist. Man kommt damit gut voran, hat diese 5 Fahrstufen. Der Akku reicht auf jeden Fall aus, wenn man so 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück damit fährt. Man kann wahrscheinlich in anderem Gelände als bei uns, wenn es ein bisschen hügeliger ist, ist es vielleicht noch sinnvoller, sich so ein Rad anzuschaffen. Manche werden jetzt sagen, man kann mit einem normalen Rad ja auch zur Schule fahren. Man kann mit dem Rad ja auch normal fahren, das ist auch noch vielleicht erwähnenswert. Wenn der Motor aus ist, merkt man ihn nicht, er koppelt völlig aus. Das kenne ich, ich habe sonst auch noch ein Elektrorad, mein Speed Pedelec mit Nabenmotor hinten, das kann ich bei dem nicht, der bremst sofort total. Und dieser Motor ist praktisch raus, man merkt ihn nicht mehr, man kann das als normales Rad dann fahren. Ist halt ein bisschen schwer, ne? 25 Kilo, das hat 25 Kilo, aber das ist sonst technisch kein Problem. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Was jetzt, und jetzt kommen wir zu dem, was ich schon mal angesprochen habe, halt bemerkenswert ist für ein Mountainbike, dass der Motor halt in der Hinternabe ist und das hat ja was mit Kraftübertragung zu tun, dass er bei den zum Beispiel Bosch Mittelmotor Mountainbikes sonst halt in der Mitte zwischen den Pedalen ist, dass man dann einfach eine bessere Kraftübertragung hat, weil man dann ja die Schaltung mit integriert hat praktisch und der Motor die Kraft dann besser aufs Hinterrad bringen kann oder effektiver und so der Motor die ganze Kraft, je nach, völlig egal, was da geschaltet ist, voll erzeugen muss aus dem Hinterrad heraus. Und das ist schon ein Unterschied. Sprich, man hat bergauf, wir haben das jetzt bloß nicht so testen können, aber wir haben keine Berge, garantiert nicht so den Schub, als wenn man jetzt einen Mittelmotor hätte. Gut, wofür benutzt man das? Ich würde damit jetzt eh keine Trails irgendwo im Wald steil bergauf fahren. Zum Rumcruisen, feine Sache. Kann man sagen, ja, 999 Euro, wer das Geld dafür über hat. Oder Einsteiger ist oder einfach, wie gesagt, längere Strecken fahren möchte mal und dann ein bisschen Unterstützung haben möchte, kann man das ruhig empfehlen. Das ist jetzt irgendwie nicht wackelig, irgendwie alles nur Plastik, nur betrachtungsstabil, sage ich auch gerne. Nein, es ist auch in dem Sinne belastungsstabil. 230 Kilometer Test ist ja schon was. Wer allerdings was für Touren haben möchte, für länger fahren, Gut, man kann ja alles ändern. Man kann Lenker ändern, aber dann kann man sich vielleicht ein anderes Fahrrad kaufen, ne, wenn man ganz viele Sachen ändern will. Ist ja auch kein Tourenfahrrad, ist halt ein Mountainbike. Aber sonst mit der Reichweite, mit dem Akku, können wir nicht meckern. Ne? Nö. Also sagst du, was sagst du? Daumen rauf, Daumen quer, Daumen runter? So eigentlich Daumen rauf, weil ich werde es auf jeden Fall in Zukunft auch noch öfter benutzen, glaube ich. Ja, da freuen wir uns. Da war es den Test ja wert, dass wir das mitgemacht haben. Wer jetzt noch nähere Informationen zu dem Rad haben will oder sich eventuell auch so ein Rad anschaffen möchte, findet unten in der Videobeschreibung Links zu der Firma S-Cute, wo man sich das Rad halt besorgen kann. Und wir hoffen, euch hat unser kleines Video gefallen. Es war wirklich ehrlich, wir haben es jetzt nicht extra schön geredet. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, auch verwundert. Als wir es ausgepackt hatten, dachte ich, naja, 1000 Euro E-Bike, gucken wir mal. Aber jetzt, wo die Maya regelmäßig damit zur Schule fährt, ist es wirklich ein Gewinn. Ja. Wir sagen also tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Maya und euer Swobo. Tschüss.